Ich zeige dir in diesem Quick-Tipp, wie du dir ein moduliertes Warble-Delay für deine Lead-Vocals bauen kannst. Ich benutze dafür eine etwas ungewöhnliche Signalkette und das Ergebnis klingt dann so. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz, bevor wir loslegen, falls du dich noch unsicher fühlst beim Abmischen deiner Vocals, insbesondere beim Einstellen des Equalizers, dann empfehle ich dir mein PDF Vocal EQ. Da zeige ich dir, wie du den Equalizer für deine Vocals in 5 einfachen Schritten jederzeit perfekt einstellen kannst. Das hat schon vielen Leuten weitergeholfen, unbedingt empfehlenswert. Das PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt geht's aber los, wir bauen uns in 5 Schritten eine etwas ungewöhnliche Signalkette für unsere Vocals. Wir hören uns die Sache als erstes nochmal hier nur mit einer Stimme an und ich im Satzgesang, damit du den Effekt besser hören kannst. Zwei Sachen fallen hier bei dieser Vocal Chain auf. Zunächst mal dieses Wobbelige, also dieses Eiernde, das ganz spannend klingt, dieses eiernde Delay. Und was du vielleicht auch gehört hast, die Stimme klingt recht künstlich, das habe ich über Modulation gemacht. Aber eins nach dem anderen fangen wir erstmal mit Schritt 1 an. Ich zeige dir jetzt genau, wie ich die Signalkette hier zusammengebaut habe. Als erstes habe ich eingesetzt ein Pedalboard. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, ein Pedalboard, was eigentlich für Gitarren gedacht ist, für Vocals einzusetzen, aber trotzdem kann man damit sehr interessante Effekte zu erzielen. Und ich habe hier die Tretmini genommen, True Tape, die auch so ein bisschen Bandsättigung simuliert, die wirklich sehr, sehr gut auf Gesang klingt, wenn du diesen etwas dumpferen Delay-Effekt haben möchtest. Wir hören es mal an, den Gesang jetzt einfach so und dann schalte ich das Delay zu. Ich habe hier Dirt und Flutter ausgemacht. Ich wollte es nicht ganz so abgedreht haben. Einfach Low Cut und High Cut. Die Zeit habe ich auf 190 Millisekunden festgelegt und das Feedback, über das Feedback bestimmst du, wie laut du den Effekt im Vergleich zum trockenen Effekt hörst. Wenn du das Feedback hier hochdrehst, dann hast du so ein Endlos-Delay. Da musst du ein bisschen aufpassen, das kann schnell durch die Decke gehen. Ich demonstriere es dir mal. Okay, da musst du ein bisschen aufpassen, aber ansonsten kannst du da einfach rumprobieren, wie es dir am besten gefällt. Das Timing habe ich nicht synchronisiert, ich habe einfach die Augen zugemacht, das Timing eingestellt, bis ich diesen eiernden Wobble-Effekt hatte, den ich haben wollte. Als zweites habe ich einen Exciter eingesetzt, Logic's internen Exciter. Damit kann ich das Signal, das jetzt relativ dumpf ist, in den Höhen noch ein bisschen cremiger machen oder ein bisschen glitzernder bekommen. Ich schalte auch das mal hier zu. Also du hörst hier, dass ich dir die Höhen etwas anheben kann und dadurch können sie sich nachher besser, diese Backing-Vocals oder dieser Satzgesang kann sich einfach besser im Mix durchsetzen. Wir können hier mit den Kolorierungen ein bisschen spielen, das ist bei jedem Exciter ein bisschen anders und dann musst du einfach die Frequenzen raussuchen, die dann am besten klingen. Das hat hier für mich am besten bei 7000 Hertz mit Kolorierung 1 geklungen. Die ist deutlich hörbarer und spürbarer. Danach habe ich einen Silverwert eingesetzt im dritten Schritt. Und dieses Silververb habe ich gar nicht benutzt. Was ich benutzt habe davon, ist nur der Modulationseffekt. Jetzt wird es spannend, denn hiermit kannst du über diese Modulationseinheit hier, kannst du das eiernde Delay noch modulieren. Das heißt, dass es noch künstlicher, noch stranger irgendwie klingt. Und das geht ganz einfach über die Rate hier. Ich schalte das hier mal zu. Wie gesagt, von dem Reverb nutze ich tatsächlich nur die Modulationseinheit hier. Hier ist eigentlich nur die Rate interessant. Das heißt, je weiter du die Rate hochdrehst, desto abgedrehter wird's.
Also hier musst du einfach auch den Sweet Spot finden, der dann für dich passt. Gehen wir weiter zu Schritt Nummer 4 und das ist der Space Designer. Hier habe ich einfach eine Vocal Plate genommen, 2,6 Sekunden, um dem Gesang ein bisschen mehr Räumlichkeit zu verpassen. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, damit die ganze Sache ein bisschen natürlicher klingt. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel, aber du hörst, dass es ein bisschen natürlicher klingt, wenn diese Vocal Plate hier dazukommt. Ganz zum Schluss habe ich noch etwas verfeinert, etwas nachgearbeitet mit einem Channel EQ. Was ich hier gemacht habe, ist einfach um die 400 Hertz abgesenkt, weil es ein bisschen dumpf geklungen hat. Sie singen auch in dem Bereich, bewegen sich viele Stimmen von diesem Satzgesang. Und bei 3K habe ich angehoben, weil die Sprachverständlichkeit ja nochmal ein kleines bisschen verbessert wird. Das sind keine großen Eingriffe, aber ich finde insgesamt im Mix macht es die Sache ein kleines bisschen besser noch. Ich schalte mal jetzt die Signalkette nochmal komplett ab. Und dann schalte ich sie komplett zu. Hast du auch schon mal ungewöhnliche oder nicht ganz herkömmliche Techniken angewandt, um deine Vocals spannender klingen zu lassen? Wenn ja, wäre ich sehr gespannt und wäre dir dankbar, wenn du mir es unten in die Kommentare schreibst. Vielleicht kann ich mir auch noch das eine oder andere abschauen. Ich finde jedenfalls, es zahlt sich immer aus, es mal nicht so zu machen, wie es in jedem 0815 YouTube-Kanal erklärt wird. Falls du dich für weitere ungewöhnliche Signalketten für Vocals interessierst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir, wie du deine Vocals extrem breit und groß abmischen kannst. Ich bedanke mich jetzt bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Spanien. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!